Hallo lieber Kaderclub-Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video zu unserer Rubrik KI-Know-how, wo wir lernen, mit KI-Maschinen umzugehen und KI-Maschinen auch vorstellen wollen, die eben spannende Dinge machen. Wir hatten im letzten Video uns angeguckt, wie man die Fusion Bee installiert. Und das Modell, das trainierte Bildmodell, was dahinter steckt, nennt sich Stable Diffusion. Ja, das klingt jetzt ein bisschen sperrig alles. Ja, wieso heißt dieses komische Programm Diffusion Bee und die KI Stable Diffusion oder das Modell? Naja, es gibt verschiedene Modelle, die mit verschiedenen Bildern antrainiert worden sind. Und eine der bekanntesten ist mit unter anderem dieses Stable Diffusion. Es gibt noch Midjourney und andere Sachen. Aber Stable Diffusion kann tolle Bilder erzeugen. Und es gibt mittlerweile eine Version 2.0, die ist aber hier noch nicht eingebaut. Aber die Version 1.5 ist hier eingebaut. Die wurde automatisch mit heruntergeladen mit dieser App. Und die erzeugt eben solche Bilder, wenn man hier oben eben diesen Textprompt eingibt. Das hier oben wird Prompt genannt, also die Textformulierung eines Bildes, dann kommt hier so ein Bild bei raus. Und wir können das mal machen. Man muss das hier im Englischen eingeben. Ich hatte euch schon eine Webseite gezeigt, die vom Deutschen ins Englische übersetzt. Falls ihr also der englischen Sprache nicht ganz so mächtig seid, dann benutzt so eine Übersetzung. Und wir schreiben jetzt hier mal so eine Formulierung rein. Aber Achtung, schreibt die Prompts nicht so mit, liebe KI, mal mir ein Bild, weil nämlich die Anzahl der Wörter, besonders in dieser App, sehr beschränkt ist. Normalerweise kann man so knapp 75 Wörter formulieren, in dieser App noch weniger. Und deswegen müssen wir mit den Wörtern sparsam sein. Und wir müssen der KI nicht sagen, bitte, liebe KI, mal mir ein Bild. Dafür ist sie ja da. Sie malt Bilder. Also das lassen wir alles weg. Wir sagen nur, was wir haben wollen. Und wir wollen einen fluffy, cute Rabbit haben, also einen fluffigen, süßen Hasen, ja, knuscheligen Hasen. Und dann drücken wir mal auf Generate und dann gucken wir mal, was die KI jetzt daraus erzeugt. Und ihr seht, die Bilder sind viereckig, die haben ein bestimmtes Format. Hier zum Beispiel wieder so ein Bildformat, was viereckig ist. Aber das ist doch ein lustiger Hase, und er sitzt auf so einer bunten Wiese. Oh, der sieht auch ganz okay aus, aber er hat so ein paar Fehler. Die Ohren sind außerhalb des Bildes. Hier scheint das Auge so weg vom Betrachter zu sein, aber in Wirklichkeit ist es auch gar nicht da, glaube ich. Da muss man immer schauen. So, und das Tolle ist, wenn wir jetzt auf Generate klicken, dann macht die KI einen neuen Hasen. Die benutzt also nie den gleichen Hasen. Und das liegt daran, dass jedes Mal, wenn wir hier auf Generate klicken, so eine Zufallszahl erzeugt wird. Aber schaut mal, der Hase sieht ja schon wesentlich besser aus. So, und wenn wir auf Generate klicken, wird quasi so eine neue Zufallszahl generiert und diese Zufallszahl erzeugt quasi ein Bild. Ja? Und das kann man auch verhindern. Man kann also sagen, pass mal auf, die Nummer 7500, die diesen Hasen vielleicht erzeugt hat, die speichere ich mal ab. Und wenn ich dann diesen sogenannten Seed, so nennt sich die Nummer, eingebe, dann wird immer dieser Hase erzeugt. Ja, das ist also sehr praktisch, wenn man ein Bild hat, was einem besonders gefallen hat, aber man da vielleicht noch was dran ändern möchte, an diesem Bild, den Hintergrund zum Beispiel ändern möchte, dann bekommt man so ungefähr diesen Hasen. Ich sage gleich, wenn man hier neue Wörter hinzufügt, dass man jetzt sagt zum Beispiel, ich möchte den Hasen in einem schönen Wald haben, dann kommt nicht der gleiche Hase bei raus, weil eben zusätzliche Wörter wie Wald dazukommen und die wieder ein anderes Bild erzeugen. Aber wenn man mal ein fertiges Bild hat und sich die Nummer speichert, dann kommt auch immer wirklich dieses Bild dabei raus. Und es gibt Webseiten, die diese Nummer verraten und auch den Prompt, also die Textformulierung dazu. Und wenn man das alles eingibt, bekommt man das Bild, was auf der Webseite auch vorgestellt ist, von der KI gemalt. So, und die Bilder sind sehr klein, weil diese KIs unheimlich Rechenpower brauchen und man kann zwar größere Bilder erzeugen, die brauchen dann aber mehr Rechenzeit. Aber wir machen es trotzdem mal, wo kann man das machen? Unter Options kann man es machen. Und hier seht ihr die Resolution, die Auflösung des Bildes. Und die ist hier 512 mal 512 Pixel, also wirklich sehr klein. Und hier können wir jetzt mal hingehen und sagen, wir wollen ein 768 Pixel breites Bild. Und dann fragt ihr euch, wieso geht da keine HD-Auflösung? Ja, weil die KI-Modelle sich dann totrechnen würden an so großen Bildern. Und deswegen sind die Auflösungen im Moment noch beschränkt. Es gibt sogar KI-Modelle, die unter einer Auflösung von 768 Pixeln gar nicht gute Bilder malen. Die sind so trainiert worden, dass es höhere Auflösungen sein müssen. Kommen wir aber alles noch zu. Wir lassen es jetzt erstmal bei so einfachen Geschichten. Und wie immer gehen wir im Club nicht auf alle Menüs ein. Wir tasten uns ran an das, was wir hier machen. Wir stellen also jetzt erstmal hier nur die Resolution und zwar die für die Breite. Das ist hier das Symbol, was ihr seht. Die erste Zahl ist die Breite des Bildes auf 768 Pixel ein und drücken wieder auf Generate und dann gucken wir mal, welchen fluffy cute Rabbit nun Diffusion Bee, mein Gott, hört sich das an, ja, uns da liefert. Und ihr seht, der muss jetzt ein neues Modell laden, ja, und dann fängt er an, das Ganze zu berechnen. Also wieder gibt es für diese spezielle Auflösung trainierte Bilder,
mit denen die KI dann diese Bilder auch erzeugen kann, die wir da oben formulieren. Und da muss man wirklich Geduld haben. Ihr seht, obwohl ich hier einen rasend schnellen Rechner habe, dauert das alles wirklich sehr, sehr lange. Und das ist leider das Traurige an der Sache. Aber es ist trotzdem faszinierend, wenn man das mal so ein bisschen versteht, weil es auch Webseiten gibt, die das im Hintergrund mit riesen Rechenmaschinen machen. Und wenn man dann weiß, wie man solche, ja, Sachen generiert, bekommt man tolle Bilder dabei raus. Ja. Jetzt sind hier plötzlich zwei Hasen. Das ist auch so eine Sache, haben wir nicht formuliert. Da oben steht Cute Rabbit, also ein Hase, aber es kommen zwei raus und der zweite hier, der linke, der sieht ein bisschen demoliert aus. Da sind die KIs nicht so perfekt drin. Aber macht ja nichts, wir drücken auf Generate und dann kriegen wir direkt noch ein Bild erzeugt. Und das ist eben das Schöne, dass man da unendlich viele erzeugen kann, bis man eins hat, was einem gefällt. Und wir gucken da jetzt nochmal drauf. Und da sind die Hasen wieder völlig verkehrt. Und da merkt ihr, diese KIs sind wirklich, ja, zwar wirken sie auf den ersten Blick recht klug, aber sie machen Fehler. Ja, zum Beispiel hier oben drei Ohren und diese Hasen sind irgendwie so ineinander geworfen. Wir drücken auf Generate, das war auch kein toller Hase, den wir da bekommen haben. Und in dem Osterpaket zum Beispiel, was wir auf der Webseite präsentieren, da findet ihr die Bilder aussortiert. Das ist viel Arbeit. Da habe ich Tag und Nacht hier gesessen und Bilder aussortiert, Hasen mit drei Ohren weggeworfen und alles so kreiert, dass das auch schöne Bilder ergeben. Hier haben wir zum Beispiel schon wieder so einen Hasen mit drei Ohren. Ja, also da merkt ihr, bei solchen, ja, Lebewesen tut sich die KI echt sehr schwer. Das liegt an dem antrainierten Modell unter Umständen, was wir auch austauschen können. Und wir können auf ein anderes gehen. Und das machen wir auch später noch. Aber wir erzeugen jetzt erstmal so ein paar Bilder, bis wir eins haben, was uns gefällt. Ja, jetzt haben wir so einen Hasen, der offenbar zwei Ohren hat, aber leider sind die Ohren so aus dem Bild heraus. Aber angenommen, den wollen wir haben, dann können wir hier draufklicken. Und ihr seht, die Auflösung des Bildes ist gar nicht so schlecht. Und schaut mal, wie schön auch hier die Haare oder das Fell gemalt worden sind. Das sieht schon toll aus, das kann man nicht anders sagen. Und wenn ihr hier oben draufklickt, dann könnt ihr dieses Bild abspeichern oder ihr könnt es upscalen. Denn diese Auflösung von 768 mal 512 Pixel, die kann man vervierfachen. Und dann drückt man einfach auf Upscaling und jetzt wurde diese Bildqualität mit einer weiteren KI quasi vervierfacht. Und wenn man sich das Bild anguckt, dann ist es noch größer. Aber sieht genauso knuffig aus. Also kann man hier groß ziehen. Ihr seht, die KI hat hier ein wunderschönes Fell gezeichnet. Ab einer gewissen Auflösung wird es dann ein bisschen krüselig hier. Die Pixel sieht man dann plötzlich wieder. Aber in dieser Auflösung ist es eigentlich ein recht gutes Bild geworden. Also, wenn ihr ein Bild habt, was euch in der KI gefällt, dann könnt ihr im Grunde genommen hier draufklicken und sagen, upscale mir das Bild und dann wird es groß gezeichnet. Übrigens, wenn ihr da drauf seid und upscale gesagt habt, das machen wir nochmal ganz schnell. Dann könnt ihr hier auch Save Image sagen, hier unten dieses Menü Save Image, und dann könnt ihr das Bild abspeichern. Und um wieder zurückzukommen, klickt ihr einfach hier oben auf Text to Image und dann seid ihr wieder in dieser Ansicht. Okay, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben noch nicht viele komplizierte Prompts da oben formuliert, aber wir haben schon mal Hasen erzeugt, die ganz lustig aussehen. Die sehen aber real aus, weil das dieses Modell eben ja echte Hasen malt und keine Comic-Hasen, aber das geht auch. Und das gucken wir uns im nächsten Teil mal an. Wir wollen die Videos wie immer nicht zu lang machen, weil man sich das nicht alles merken kann, was ich dann erzähle. Also machen wir es Schritt für Schritt und ihr könnt dann selbst entscheiden, wann ihr das nächste Video euch anschaut. Falls euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne Gefällt mir an. Dann werden andere YouTube-User auch auf dieses Video aufmerksam. Ihr könnt den Club abonnieren, also den YouTube-Kanal. Klickt einfach auf Abonnieren und das Glöckchen anklicken. Dann bekommt ihr nämlich einen Hinweis von YouTube, sobald ich ein neues Video online stelle. Und da ich das sehr häufig mache, kann das nerven. Dann klickt die Glocke wieder ab, falls euch das stört. Aber bleibt Mitglied im Club, dann verpasst ihr diese spannenden Videos nicht. Und es wird spannend, das verspreche ich euch. Es gibt so viel zu entdecken und fast wöchentlich kommen Dutzende neue Sachen dazu, dass wir wirklich ein tolles Thema gefunden haben, mit dem wir schöne Sachen machen können. Und keine Angst für alle die, die meinen, jetzt macht ihr nur noch KI. Nein, wir machen die Bilder, um damit zum Beispiel einen tollen Vorspann für iMovie zu machen, für den nächsten Urlaubsfilm. Oder wir wollen die Bilder freistellen, um eine schöne Karte zu generieren. Wir werden das also weiter auch in Pages einfügen und allen Programmen, die uns zur Verfügung stellen. Aber wir werden unsere kreativen Fähigkeiten enorm erweitern in diesem Jahr mit dem Know-how, was wir uns hier aneignen. Und wer jetzt Diffusion Bee nicht laden kann oder Probleme hat, dass das zu lange dauert, dem sei gesagt, dass es trotzdem spannend bleibt. Wie gesagt, es gibt Webseiten, auf denen ihr das Gelernte, was wir hier jetzt lernen, anhand dieses Programmes auch eingeben könnt. Und dann erzeugt auch da die KI mit dem Know-how entsprechende Bilder. Und die stelle ich ja immer wieder vor und habe sie auch schon vorgestellt. Lexika war eine Seite, auf der das geht.
Und deswegen müsst ihr nicht traurig sein, wenn ihr jetzt vielleicht nicht den schnellsten Rechner habt. Es gibt sogar aber Leute, die sich deswegen nur um das machen zu können, den neuen M1 oder M2 Prozessor leisten und sich einen neuen Rechner kaufen. Das bleibt euch natürlich überlassen, wie ihr das handeln wollt. Ich habe hier tatsächlich eine Powermaschine, mit der ich eigentlich die Videos produziere für einen Club, aber Gott sei Dank kann sie auch die KI-Bilder jetzt relativ schnell berechnen. Und dadurch kann ich natürlich auch euch viele dieser schönen Grafikpakete liefern. So, Schluss. Weiter geht's im nächsten Video und dann gucken wir uns mal an, wie wir daraus so einen, ja, Disney-Style-Hasen bekommen.